Mallorca mit Halbpension. Er trinkt auf ein Küsschen, Kranz und Zung. Geholt auf die Brüder und ab an den Strand. Am Ballermann Hans uns direkt wieder erkannt. Ihr seht, dass die Dusche und die Fläche um. Dass die Dudelte Rappum, der Ostermann druckt. Und dann reißt die Schalotte Mallorca. Der zweite Versuch in dieses Jahr. Jawohl! Mit allem Mann, am Ballermann, wo Amore und Sonne schien und im Bett hier sind. So, liebe Freunde, die es gerade bei Facebook gesehen hat, herzlich willkommen zum Mallorca Opening 2020. Wir hatten gerade schon eine Live-Probe um Punkt 16:30 Uhr, aber sie war bei einigen nicht online, also reise ich nochmal an nach Mallorca. Ich habe dabei meinen Koffer, meinen echten Peter Wackelkoffer, echte Mallorca-Musik und ich mache mal ein bisschen leiser. Und damit ich euch natürlich schon mal die Wichtigkeiten erzählen kann. Herzlich willkommen am Flughafen Palma de Mallorca. Ich bin also gerade aus Deutschland hierher gekommen, auch wenn es jetzt Samstag ist. Die meisten sind ja schon seit 2 Tagen im Bierkönig, aber ich komme mit meinem Koffer schön angelaufen. Und was suche ich als allererstes? Ja, Partyreise 24. Wo ist die Rita? Rita, du bist am Flughafen. Wo ist die Rita? Am Strand von Mallorca wie jedes Jahr. Oh, Rita, wo bist du? Mit Rita, Rita, Rita. Hallo, ich bin die Rita vom Partyreise 24 und herzlich willkommen auf Mallorca, der schönsten Insel der Welt. Und wir feiern dann zusammen das Mallorca Opening 2020. Ding ist ja etwas anders, aber natürlich same procedure as every year. Ganz wichtig. Das VIP-Band habe ich gerade von Rita schon bekommen. Wir haben uns schon einmal getroffen gerade. Seht ihr im Verlauf bei Facebook. Und ganz wichtig zum Mitfeiern ist natürlich das VIP-Band. Das ist zum Beispiel von der Goldverleihung 2017, aber das auch klar. Also einmal VIP-Band, denn ohne Band keine Party. Und ganz wichtig, ich bin jedem Jahr das Opening-Package mit den Voucher-Heften, mit den T-Shirts dabei, alles, was man eben so braucht für ein schönes Partywochenende, für manche auch ein verlängertes Partywochenende auf der schönsten Insel der Welt. Und ich darf das gleich schon mal so ein bisschen abwenden, denn ich bin ja jetzt gerade noch in Anreise sozusagen und hole meine Koffer. Der eine oder andere geht ja erstmal ins Hotel, aber es gibt auch welche, die gehen direkt in den Bierkönig. Das werde ich auch tun. Mit meinem Koffer einfach mal. So, tschüss Rita, tschüss Partyreisen 24, wir sehen uns die nächsten Tage. Und dann genieße ich jetzt. Olé, ein schönes Opening. Herzlich willkommen zum Mallorca Opening Stream 2020 hier im Bierkönig. Nachgebaut mit Zapfanlage, mit Tisch, mit Amphore. Ich zeige euch gleich alle Details, aber ich habe mir wirklich alle Kommentare von euch angesehen nach dem letzten Livestream vor 2 Wochen vom Arosa Ski Closing. Und dann heißt es jetzt Musik durchgehen und ich erzähle euch einfach meine Geschichten, während ich singe oder wenn ich was höre. Und dann ist das der erste Song heute. Hör ich die Insel schauten, kann ich mich endlich outen. Du bist so cool, du bist so heiß. Also, unser Giro, wir rufen Bienvenido. Soll mit dem Party, find ich nice. Und ihr? Ole, ole, wir wollen uns das hier einfach gönnen und schalala. Hallo Bierkönig, 5-mal im Jahr, habt ihr gehört, 5-mal im Jahr. Denn wir sind top an der Playa, Mallorca, du bist geil. Ja, wir sind top an der Playa, wir lieben deinen Style. Ja, wir sind top an der Playa, Mallorca, du bist geil. Und ich hoffe, das hört jeder. Ja, wir sind top an der Playa, top an der Playa.
fucking Volksmusik. So, herzlich willkommen im Livestream 2020 Opening. Mit allem Originalrequisit. Auf 24-7, scheißegal was es auch kostet. Alles gut, keine Frage, wir checken mal die Lage. Und wenn wir feiern, sind wir los. Da zeige ich euch Bilder später. Ole, ole, wir wollen uns das hier einfach gönnen. Und schalala, hoffentlich ganz bald wieder in diesem Jahr. Oder nächstes Mal. Und übernächst und immer. Wir sind Top an der Playa, Top an der Playa, Mallorca, du bist geil. Ja, wir sind Top an der Playa, Top an der Playa, wir lieben deinen Style. Denn wir sind Top, 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 Top. This is fucking Volksmusik. Willkommen, die jetzt alle dazugeschaltet haben. Wir dürfen zu Hause schon mal was aufmachen und langsam auch das Singen üben. Megafon beim Opening 2020, ihr kennt das, mit diesem Lied werdet ihr dieses Jahr von mir begrüßt worden. Im Bierkönig, wenn ihr dann nach dem Flughafen einfach zu mir kommt. Aber wir hatten ja eine wunderschöne Facebook-Abstimmung die letzten Tage und was hat gewonnen? Heim wie nach der Insel. Es ist ein schöner Abend und auch die Stimmung ist okay. Doch irgendwie fühle ich mich einsam. Ich hab Heimweh nach der Insel, nach den Palmen und dem Wind, nach all den durchgemachten Nächten, da wo meine Freunde sind. Ich hab Heimweh nach der Insel und alles noch, nach der Sonne und dem Meer, meine Bierkönigbilder, denn nur hier bin ich zu Hause und ich komme mal wieder hin. Das heißt, wenn man Heimweh nach der Insel hat, dann nimmt man natürlich erstmal ein Bierkönigglas. Leid über alle, die es jetzt zu Hause haben. Ich habe mir damals eins gerettet. Und wenn ich schon ein Weißbierglas habe, dann machen wir das mal richtig stilecht mit leckerem Erdinger Weißbier und einfach rein damit.
Bierkönig weiß, wie steht drauf. Und dann werde ich jetzt das erste Bier so ganz gemütlich mit euch trinken. Denn wir bei einem Heimweh nach der Insel darf man das schon mal. Und vor lauter Laberei schenke ich als Mittelfranke das Weizen schlecht ein. Das ist ja unglaublich. Also, einmal Weißbier. Aber das darf ja auch kurz warten. Und an dieser Stelle zeige ich euch schon mal so ganz gemütlich, was ich denn so alles dabei habe für euch. Also erstmal begrüße ich alle Zuschauer jetzt bei mir auf der Wackelseite im Stream. Liebes Publikum der Welt, hallo! Liebe Freunde, ich feiere wieder mit mir alleine, ich kenne das schon. Ich habe mich auch die letzten zwei Wochen sehr daran gewöhnt. Und ich begrüße auch alle Bild Mallorca-Zuschauer, alle Bild Mallorca-Abonnenten, alle Bild Plus-Abonnenten. Seid gegrüßt. Schön, dass ihr alle den Stream teilt und einfach das Opening mit mir feiert. Und ich freue mich jetzt wirklich, das erste Getränk mit euch zu Hause zu mir zu nehmen. Denn jetzt heißt es wirklich mit einem. Bierkönig Nächte sind lang. Erst fangen sie ganz langsam an. Aber dann. Also das Weißbier einschenken muss ich noch üben. Aber ich trinke lieber. Schon der geübte Bierkönig Gast, der weiß jetzt ganz genau, von wem dieses Lied ist. Denn man kann es nicht glauben, es gibt ja auch auf Mallorca auch so ein bisschen traurige Aspekte der letzten Jahre, obwohl wir heute einfach nur mal fröhlich sein wollen. Aber ganz ehrlich, ich erinnere mich immer noch mit ganz, ganz stolzem und liebevollen Herzen an einen Mann, an den geilsten DJ ever im Bierkönig, an unseren Chris Tupsi. Und der singt immer: Bierkönig, Nächte sind lang. Bierkönig, Nächte sind lang. Erst fangen sie ganz langsam an. Aber dann. 10 Jahre ist das schon wieder her, seitdem er nicht mehr von uns auflegen kann. Aber ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe extra Special Guests in diese Sendung heute eingeladen. Und wen könnte ich anrufen? Klaus, Kamerakind. Klaus ist ja nicht nur mein Kamerakind, sondern Klaus hat auch das Mobiltelefon unter Kontrolle. Und wir gehen jetzt in einen Livestream, in eine weitere Live-Schalte. Und wohin? Zu keinem Geringeren darf ich mal diesen Apparat haben, als zu DJ Biene nach Hause. Mal schauen, was der heute zu sagen hat. Bierkönig, da ist er schon, schaut mal her. So sieht das aus, DJ Biene zu Hause. Biene! Das heißt, einmal kommt Klaus, komm einmal so ein bisschen mit rüber, denn wir brauchen ja in der Kamera das Ganze irgendwie so. Und da heißt es, liebe Biene, wir grüßen dich. Was treibst du zu Hause? Trinkst du schön mit? Oh, du hast das gleiche Glas. Ich glaube, ich werde verrückt. Liebe Biene. Ich hab geschummelt. Ich hab kein Weizen. Aber? Du hast ein... Aber ich hab Erdinger Weißbier, auch schön. Liebe Biene, ich mach die mal auf ganz laut, damit auch die Leute dich zu Hause hören können. Ich denke, das ist sehr leise. Also Biene trinkt aus dem gleichen Glas mit mir zu Hause. Biene, Prost, das ist unser Opening 2020. Könnte ich mich mit dir persönlich dran gewöhnen, aber mit Bierkönig wäre das schon nochmal so ein bisschen schöner, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber Biene, wenn du bist ja unser Resident DJ hier im Bierkönig. Du bist aber erst nach Tuxi dazugekommen. Ich glaube, es gibt noch einen Menschen, der legt noch länger auf als du im Bierkönig. Weißt du, wen ich meine? Genau. Wer? Ja, natürlich. Soll ich mal probieren, ihn einfach dazu zu holen? Er hat mir vorhin noch gesagt, er ist bei seiner Mama im Garten und muss irgendwelche Blumen einpflanzen oder sowas. Also ich mache das jetzt mal ganz unbürokratisch hier. Nennt man das Arbeit? So, da schauen wir mal, was unser Düse so sagt. Du bist zwar etwas verschwommen gerade, Bienchen. Aber wenn Tuxi... Da ist er! DJ Düse und DJ Biene im Livestream. Jawohl, mit Corona-Bier, so muss das sein. Das ist ja geil. Also, wir Hübschen sind einmal hier mit zusammen und ich sag Prost, Jungs, auf ein schönes Opening 2020. Oh ja, da ist die ganze Familie mit am Start. Also, wir trinken auf unser Wohl, Marie. Viel Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald im Bierkönig, auf Mallorca wieder. Geht's euch gut, euch zwei? Ja, auf jeden Fall. Genau, warte mal, Petter sehe ich gerade. Ja, das sagt der Richtige.
Ja, Prost Bierkönig, Prost Düse, Prost Biene, lasst es euch gut gehen und ich wünsche ein schönes Opening 2020. Prost. Ah, oh, da kommt man ja gar nicht mehr zum Singen, wenn ich so viel trinken muss. Das ist ja das Schöne, dass der Biene sogar das gleiche Glas hat. Aber ich darf mir noch meinen Rest hineinschütten, denn das ist ja, ich wurde nämlich nach dem letzten Livestream gefragt, ob ich denn wirklich Alkohol getrunken habe. Also ich habe es gehört nach 35 Minuten, dass die Wörter nicht mehr ganz so flüssig rauskommen, aber das muss ja dann auch so sein. Dafür bin ich ja da, dass ihr euch einfach mal so ganz gemütlich am Samstag, ups, Nachmittag mit mir betrinken dürft. Und dann war zum Beispiel dieser Liedwunsch auch nüchtern, bin ich so schüchtern, schalalalalala. Nüchtern, bin ich so schüchtern, schalalalalala. Aber nüchtern bin ich so schüchtern heißt, nicht nur wir dürfen uns betrinken. Normalerweise steht ja bei Partyreise 24 eines auf dem Programm, das Bierzapfen. Und ich wäre nicht euer Peter Wackel, wenn ich nicht auf die Original-Bierkönig-Bierzapfanlage schon seit Jahren in meiner Partywelt hätte. Denn ihr habt es vielleicht erkannt, so sieht das dann nämlich aus. Und das heißt, einmal Bierkönig-Zapfanlage mit allen Opening-Schalter, die Original-Partyreisen-24-Bar. Und ihr kennt mich ganz genau, dass es bei mir meistens sehr schaumig wird. In München heißt das eine schaumige bestellen, kostet das gleiche wie normales Bier. Aber ja, das, so sieht es auch heute wieder aus. Wer will Brust? Wer will Schaum? Wer will Schaumbier? Wir lassen es einfach so ein bisschen abstehen. So, nur ein Bier pro Person, nur eins pro Person. Nein, nein, nein. So, Klaus, auch mal ein Bier? Da hinten. Schön. Klaus ist aber ein Bierspezialist. Früher auf jeden Fall nicht. Nur Weißbier in allen Lokationen der Insel. Ganz, ganz wichtig. So, ich mache hier gerade so eine richtig schöne Sauerei mit Schaum, aber das muss so sein. An dieser Stelle mit zwei Schaumigen heißt das Prost in die Hart nach Coburg. Und da sieht man auch Prost an den Kaiserstuhl. Das sind so nur einige, die geschrieben haben und alle anderen, die letzt vor zwei Wochen schon mit mir getrunken haben. Prost, liebe Festgemeinde hier beim Opening 2020. Und ein klein bisschen Heimat sehen wir hier auch. Normalerweise läuft das besser, aber das trinke ich schon noch. Wenn der Schaum sich erstmal gesetzt hat, kommt dann was Leckeres drauf. Und dann können wir einfach weiter trinken. Ganz gemütlich. Bin ich Schützenjägermeister? Nüchtern bin ich so schüchtern. Schalalala, bin ich toll. Nüchtern bin ich so schüchtern. Was fehlt denn noch? Bierzapfen haben wir beim Opening. Aber ihr meint doch nicht, dass diese Amphore einfach nur so zur Dekoration da steht. Nee. Ganz, ganz wichtig, ein richtiger Bierkönig-Opening heißt natürlich auch Originalware. Es hat mich Jahre meines Lebens gekostet, das alles im Internet zu bestellen. Zurzeit funktioniert das sehr, sehr gut. Und die Flasche kennt ihr. Die Amphore kennt ihr, die Strohhalme kennt ihr und dann heißt es genauso, einmal rein damit. Heute heißt es, wir trinken mit Peter Wacke einmal, so wie es gehört. Da sind zwar 5 Liter drin, aber ich habe vorher schon was reingeschüttet. An dieser Stelle ein Gruß an alle, die ihren Sangria zu Hause selbst gemacht haben, mit Zitronen, mit Wodka, mit Orangenscheiben, mit Rotwein. Bei mir gibt es das einfach aus der Flasche. Band. Kann man auch mal ganz gemütlich einen trinken und ich sage Prost, ihr Lieben zu Hause, auf ein schönes Mallorca Opening und dass wir uns wirklich ganz, 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 ganz bald auf dieser wunderschönen Insel wiedersehen. Nur 3 oder doch zu viel. Na, schmeckt immer noch wie damals und ich werde mich, glaube ich, nie dran gewöhnen. Ich bin halt dann doch mehr so der Bierprofi, aber an dieser Stelle ist mir auch was ganz wichtig. Ihr habt vor 2 Wochen so viele Leute zugeschaut. Es waren so viele Liedwünsche dabei. Ich gehe auf ganz, ganz viele ein. Es gibt einen richtigen Opening-Auftritt noch, aber ich darf natürlich auch das Grüßen nicht vergessen. Als allererstes, was ja sehr amüsant, grüße ich natürlich mit einem kleinen Applaus von euch zu Hause. Kamerakind Klaus heute Nachmittag. Bravo! Und ja, Kamerakind Klaus bekommt dann ja auch mal so ein eigenes Lied dazu geschenkt. Danach kommen nämlich gleich noch mehr Grüße. Ihr kennt das, wenn man sich am Nachmittag so eintrinkt im Bierkönig, dann laufen einfach so die alten Schlager, so die schönen Sachen. Ich war's der Mann, wer was los war. Und ich sehe schon so einige Kommentare.
aber das Schöne ist, ich komme jetzt einmal rum zu euch mit meinem Laptop und zeige euch wirklich die privaten Fotos, die ich, naja, eigentlich nicht so gerne herzeige. So war das zum Beispiel im Jahr, mal ein bisschen schauen, dass es nicht so spiegelt, im Jahr 98, der erste Bericht im Mallorca-Magazin. Da sah ich dann auch noch etwas an, da waren so die allerersten Auftritte bei mir überhaupt auf der Insel. Da war ich dann super stolz. Party, Palmen, Weiber und Bier war damals nagelneu. Und das ist wirklich dann echt. Das ist der Bierkönig. Lumumba trinken im Bierkönig. Da war ich auch noch etwas jünger mit langen Haaren, mit dem Vier-T-Shirt mit Peter Wacke, mit Sombrero. Oder auch stilecht am echten Ballermann. Da war es damals, gab es hier noch Balneario 6 und hier daneben stand Ballermann auf Deutsch. Der junge hübsche Mann mit dem Hut wäre dann ich hier vorne. Eine braune Badehose, ich weiß nicht warum, aber ich hatte sie einfach an. Und auch ich darf mal versumpfen, man sieht das Datum 26.04. bis 29.04.98. Also ich weiß, dass jeder von euch gerade seine alten Bilder rausholt, aber Mr. Wackel, Flug am 19.04., also morgen. Morgen Abend um 17.20 Uhr, morgen geht's auf die Insel bei mir, auch süß. Das waren so die Bilder aus dem Jahr 98. Wollt ihr noch mehr sehen? Mehr alte Bilder? Okay, ich lese die Kommentare, dann machen wir das Ganze nochmal ein, zwei Jahre weiter. Ich habe ja wirklich die Highlights herausgesucht. Das war damals 2001, die Bild Schatzsuche, damals schon mit den Bildlesern. Man beachte die Party, Palmen, Weiber und Bier-T-Shirts. Polizei da hinten. Und wieder mit Party, Palmen, Weiber und Bier-Aufkleber, die junge Dame. Damals hatte ich ja die Auftritte noch im Megapark, da hatte ich sogar einen eigenen Suzuki-Jeep hier stehen. Erlangen-Höchstadt, Peter Wackel 777, jawohl. Das war die Bildschatzsuche 2001, also wirklich unglaublich. Mit Nadel am Strand. Und, also das bin ich. Hier. Also, bin mir gerade nicht so sicher. Also meine Wenigkeit, der Patinator hieß ich damals. Dann hat diese junge Frau die Schatztruhe gefunden und Nadel braun gebrannt, wie immer. Wunderbar am Strand mit dabei. Ja? Da sieht man es nochmal, die Jungs halten die Dame hoch mit Partypalmen, Weib und Bier-T-Shirts. Denn wir wollen Party, Palmen, Weiber und ein Bier. Ein paar geile Tage wollen wir. Wollt ihr nochmal Bilder sehen? Nochmal? Also ein Jahr habe ich noch. Oh, da sind nur zwei Bilder drin. Das ist ja süß. Das erste Oberbayern-Plakat. Ich sehe ja fast noch aus wie jetzt. 2004, 27. Mai, mein allererster Auftritt im Oberbayern auf Mallorca mit Bierkönig-Logo schon drauf. Also unfassbar. Und dann gibt es das Ganze noch aus dem Jahr 2005. Da war dann wirklich das Mallorca Opening 2006 ist hier beworben. Und mein erster Silvesterauftritt im Bierkönig. Also auch Silvester hat es Auftritte gegeben, immer noch. Und an dieser Stelle heißt es, lassen wir die Erinnerung auf sich beruhen. Wir haben den heutigen Tag noch mit Geburtstagskindern. Liebe Geburtstagskinder, auf ein Wohl für euch. Ich bin Ü30 und das weiß ich, doch das ist mir scheißegal. Geburtstagskinder heute beim Mallorca Opening. Liebe Lisa nach Berlin, 30 Jahre. Liebe Melli, du hast auch Geburtstag. Das hat mir, glaube ich, dein Mann geschrieben, deine Freundin. Du hast das T-Shirt an. Du hast das letzte Mal hier geschrieben, wo ich gesagt habe, wer will das T-Shirt haben. Deswegen, Geburtstagskinder, Prost zum Wohl. Mit 11 bekam ich meinen ersten Kuss. Mit 16, da war mit der Liebe Schluss. 17 war die erste Liebesnacht. Mit 18 hab ich Führerschein gemacht. Mit 20 flog ich von zu Hause raus. Mit 25 war die große Liebe aus. Mit 29 stand ich fast vor dem Altar. Und stolz begrüß ich jedes graue Haar. Ich bin Ü30 und das weiß ich. Doch das ist mir scheißegal. Ich bin super drauf und noch immer erste Wahl. So, jetzt seid mal ganz ehrlich.
natürlich alle zu Hause. Wo sind die über 20-Jährigen? Ist mir scheißegal. Über 30? Ich bin super drauf. Jetzt kommen die Besseren. Wo sind die über 40-Jährigen? Erste Wahl. Über 50? Über 60? Jetzt kommt meine Mama, mein Papa. Über 70? Ja! Harald, schöne Grüße nach Werdohl, sehe ich gerade. 74 Jahre, dann morgen hat er Geburtstag. Also auch schon mal Happy Birthday, Harald. Normalerweise würden wir heute Nacht in deinen Geburtstag reinfeiern, aber ich weiß, Bier ist ein sehr wichtiger Bestandteil in deinem Leben. Und uns Wolfer braucht das niemals um. Zum Wohl, Harald. Ich bin Ü30 und das weiß ich, doch das ist mir scheißegal. Deswegen, für alle, die sich jetzt zugeschaltet haben, herzlich willkommen im Bierkönig. Und ich habe wirklich so richtig schöne Dekoartikel mitgebracht, auch Fangeschenke. Zum Beispiel, ganz wichtig, wer jetzt hier ein falsches Wort liest, der denkt einfach nur schlecht. Das heißt nämlich nichts anderes als ein wunderbarer Sportverein, der SC Heide. Sowas bekommt man dann auch mal nach dem Auftritt geschenkt oder beim Auftritt. Also, SC Heide, schöne Grüße von der Insel. Eskalationsteam habe ich auch schon gesehen. Feiert einfach mit, genießt das Bierkönig Opening 2020. Ihr seid auf jeden Fall mit dabei. Wichtig, was ich alles noch gefunden habe in meinem Keller oder in meinem Museum. So sahen damals noch die Flyer aus. Live im Oberbayern. Neuer Hit Wochenende. Uiuiuiui, auch schon ein paar Jährchen her. Happy Hour bis 3.30 Uhr. Das sind Zeiten. Und nicht alle, wie jetzt hier um 10:30 ins Bett gehen. Nee. 3.30 Uhr. Was gibt's da noch alles? Triff Peter an der Wackelbar. Oh ja, die Wackelbar. Die Wackelbar war ja ganz wichtig. Habe ich auch noch das Originalschild. Treff Peter an der Wackelbar, denn im Bierkönig ist am besten, ist am allerbesten auf der Welt. Das sind genau die Originalschilder von der Wackelbar. Und ihr seht schon, was ihr noch alles erwarten werdet heute. Schaut mal einmal nach oben. Denn ihr wisst, nach viel Bier trinken hat man ja auch immer so ein bisschen Hunger. Habe ich aber gleich noch was für euch. Denn wir machen natürlich erstmal eine schöne Sause. Ich bin ja Mr. DJ in einem heute. Und das heißt, ihr wollt Musik, ihr bekommt Musik. Achtung! Jetzt mit Auftrittsklamotte. Herzlich willkommen beim Opening 2020. Jetzt kommt die komplette Opening-Show. Aber natürlich live on stage. Opening 2020. Herzlich willkommen im Bierkönig. Hallo zu Hause. Der Kopf tut weh, die Beine auch. Ich hab ein komisches Grummeln im Bauch. Wen wundert's, dass mir schlecht ist? Mallorca ist hart. Ich sollte vielleicht häufig dann in Start. Jeden Tag Bombs, Bratwurst und Bier. Man ist kein Mensch mehr und lebt wie ein Tier, oder? An diesen Tagen ist gar nichts normal. Die Dauerparty wird zur Hölle. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Und jetzt will ich euch zu Hause sehen. Ole, ole. Und genau so. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Und schalala! Let's gefällt's mir, die Beschwerden sind weg. Verweigerung hat hier keinen Zweck. Das rockt fast jeder in Stadt und Land. Bier gibt's genug, es fehlt der Verstand. Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Ole, ole,
mal per Leinwand zuschaut in einer Kneipe. Auch unglaublich. Aber scheiß drauf. So, liebe Freunde, herzlich willkommen auf Mallorca. Herzlich willkommen beim Bierkönig Opening 2020. Ihr seid die Ersten, die dieses Jahr leider nicht auf der Insel sind, aber zu Hause zuschauen. Und deswegen einen schönen Gruß aus der Bierkönig-Kopie hier in meiner Partywelt. Seid gegrüßt zu Hause und ihr wisst ganz genau, was kommt. Achtung, Achtung! Solange auf Malle der Zapfer noch läuft, solange der Helmut noch Uhren verkäuft. Also, wenn, dann machen wir es richtig. Richtig schön, es darf jeder zu Hause mitsingen. Solange auf Malle der Zapfer noch läuft, solange der Helmut noch Uhren verkäuft, solange das Bier hier noch schmeckt, solange gehen wir nicht weg. Malle ist einfach perfekt. Ein auf Malle! Wir wollen endlich chillen, wir kaufen Sonnenbrillen und ein paar Krüge killen. Wow, wow. Der ganze Laden bebt hier, der ganze Boden klebt hier, wir tanzen voll verdreht hier. Wow, wow, wow. Wir spielen Lupin Louis auf dem Hotelbalkon, wenn singen, singen sie Song. Wow, 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 wow. Wir trinken gerne kurze, auch wenn sie größer sind. Ja, wir verstehen uns blind. So, jetzt machen wir mal einen Schub. Aufdrehen, abgehen, aufdrehen, abgehen, aufdrehen, abgehen, gehen, gehen, gehen. Put your hands up! Put your hands up, die Hände hoch! Alle Hände hoch! Ein auf alle! Solange der Helmut noch Uhren verkäuft, solange das Bier hier noch schmeckt, solange gehen wir nicht weg. Malle ist einfach perfekt. Solange auf Malle der Zapfer noch läuft, solange der Helmut noch Uhren verkäuft, solange das Bier hier noch schmeckt, solange gehen wir nicht weg. Malle ist einfach perfekt. Wir sitzen auf der Mauer, hier an der Promenade. Wir haben kein Bier mehr, schade. Oh oh, oh oh. Das Hotel hat zwei Sterne, Melone, die hat Kerne. Wir haben den DJ gerne. Füße, Bienen, Tutsi! Wir stürzen in die Wellen, wir stürzen in den Pool. Wir stürzen Treppe runter, uncool, uncool. Das Leben ist ne Disco, frag ich, warum das ist so. Frag ich, warum das ist so. Den fünften Liter drin, habt euch schon ein Bierkönig-T-Shirt verdient. Ja, die habe ich nämlich auch hier liegen. Was für eine Sauerei. Aber schöne Grüße an SDP mit dem schönsten Originaltext mit Zeit bei mir heute. 1, 2, 25, 10 mit einem. Wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag war ich drei Tage wach. Das Opening 20 mit einem. Wo war ich in der Nacht? Vom Freitag auf Montag.
drei Tage wach oder einfach im Koma. Und ich denk mir so ne Scheiße, ich bin schon splitternackt und pleite. Ja, sag mir, wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag. Und ich war noch nie so da wie auf der Party. Ich konnte das nicht wissen, ich dachte, das sind Smarties. Ich kenn beim Feiern keiner Bar, ich trink den Jägermeister, war das Letzte, was ich weiß. Niemand mich nach draußen schreit. Ich check im Facebook, was ist bloß passiert. Scheiße, ich wurde auf 130 Fotos blockiert. Mann, ich trink nie wieder, auf jeden Fall eine Zeit lang. Naja, okay, auf jeden Fall bis nächsten Tag. Wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag war ich drei Tage wach. Und zu Hause kann ich meine Augen normalerweise nicht machen, aber warum hier? Und ich denk mir so ne Scheiße, ich bin schon splitternackt und pleite. Bitte sauber machen. Ach, und ich denk mir so ne Scheiße. Ich bin schon splitternackt und pleite. Ja, sag mir, wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag. Jetzt sehe ich wieder wie geleckt aus. Also, Bierkönig Opening 2020. Herzlich willkommen! Are you ready? Für so ein bisschen schönere Lieder. Ihr habt gerade schon gesehen, auf den Originalplakaten aus Mallorca sind genau diese Lieder drauf. Und liebe Damenwelt, jetzt müsst ihr ganz stark sein. Ihr habt alle zu Hause eure 50 Cent Stücke auch im Kamplin vor dem Reisebüro. Und ich schmeißt ihr einfach den Herren in die Buchs hinein. Aha. Ich verkaufe meinen Körper ganz, ganz billig. Ganz, ganz billig. Ich verkaufe meinen Körper ganz, ganz billig. Ganz, ganz billig. Billig, 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 billig. Letzte Nacht, da hab ich dich so tanzen sehen. Und du nicht so meinem Luxus-Party stehen. In deinen blauen Augen sah ich das verlangt. Darum ging ich zu dir und ich sprach dich. Ich sagte, schön, es muss nicht immer teuer sein. Fang dich als Beispiel rein. Meine Körper, die hat ein Bierkönig gemacht. Und ich schicke ihn dir heute nach. Und die Hände, die Hände, Matti Valentino, die Hände, die Hände, die Hände. Ich verkaufe meinen Körper ganz, ganz billig. Ganz, ganz billig. So, ihr dürft zu Hause schreien. Wo seid ihr? In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Holland. 50 Cent und du bist dabei. Dann mach ich mich für dich frei. Ich verkaufe meinen Körper ganz, ganz billig. Ganz, ganz billig. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und das war's. Oh, 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 oh. Für die Füße, Papa, okay. Ja, ich weiß, ich seh super aus. Sprich mich einfach an, wenn du nicht traust. Und hast du auch gar kein Geld am Start, akzeptiere ich auch die Mastercard. Bierkönig, are you ready? Ich verkaufe meinen Körper ganz, ganz billig. So, einmal Mikrofon ins Volk. Ich verkaufe meinen Körper heute Nacht auf. Verkaufe meinen Körper. Da überlegt man in dieser Zeit erstmal, was man für Texte singt. Oh, 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 oh.
kleines Intermezzo. Von unserem Flo Behrens. Lanio. Lani, 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 Lanio. 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 Ist der Cherry. Lani, 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 Lanio. 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 Lani, 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 Lanio. Lanio. Ich habe ein paar Fragen an euch. Wollt ihr Arbeit? Nein. Martin, Palme, Weib und Bier. Ein paar geile Tage wollen wir. Martin, Palme, Weib und Bier. Ja, das wollen wir. Wir wollen Martin, Palme, Weib und Bier. Ein paar geile Tage wollen wir. Martin, Palme, Weib und wer neben euch steht, jetzt zu Hause. Geboren, um Liebe zu geben, verbotene Träume erleben, ohne Fragen an den Morgen. Es darf jeder Fox tanzen, es darf jeder klatschen. In Spanien um 20 Uhr, da ist das einfach gemeinsam. Wie ein Stich ins Herz traf mich dahin blind. Und ich sah für gab's kein Zurück. Und ein Wunsch flog mir entgegen, doch er machte mich verlegen. Ein Gefühl, das längst verloren schien. Ja, 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 ja. Nimmt alle witzigen Bezeichnungen. Joanna, du hältst auf. Geboren, um Liebe zu geben. Du! Verboten. Lager sind ja, ich glaube ja. So, jetzt ist wieder Wir König Musik 2020. Und da heißt es bei mir: Ich glaub sie am Stern von Arenal. Die Haare so blond, die Augen so blau und der Hintern so prall. Ich gestand dir meine Liebe. Und wo? In Palma de Mallorca. Bei Kerzenschein, eine Flasche Wein und ein Eimer Sand. Doch ich seh sie nie wieder, nie wieder. Ich weiß leider nicht mehr, wie du aussiehst. Kenn ich deinen Namen, scheißegal. Ich weiß leider nicht mehr, wie du aussiehst. Kenn ich deinen Namen, scheißegal. Schalalalalalala. Jeder kann so ein bisschen trinken, jeder hat sein eigenes Klo, jeder kann futtern und essen mit Chips, was er will. Aber Thema Essen kommen wir gleich. Ein bisschen Musik kommt schon noch. Wie sieht's aus? Mit Zapfer, mit Malle, mit allem, was dazugehört? Ich habe ja sonst extra meine Zapfanlage dekoriert. Das ist schon kaputt.
Abend es gibt. Die Familie Dresden an der Wackelbar im Bierkönig. Ja. Solange auf Malle der Zapfer noch läuft, solange der Helmut noch Uhren verkäuft, solange das Bier hier noch schmeckt, solange gehen wir nicht weg. Malle ist einfach perfekt. Ein auf Malle! Wir wollen endlich chillen, wir kaufen Sonnenbrillen und ein paar Krüge killen. Wow, wow, wow. Der ganze Laden bebt hier, der ganze Boden klebt hier, wir tanzen voll verdreht hier. Auf dem Hotelbalkon und singen unser Song. Wow, wow, wow. Wir trinken gerne kurze, auch wenn sie größer sind. Ja, wir verstehen uns blind. Mit einem heißt nochmal: Aufdrehen, abdrehen, aufdrehen, abgehen. Auf die Gläser, die Hände nach oben zu Hause. Put your Gläser auf, put your hands up. Alles hoch mit euch. Mit einem: I love Malle. Hinweis in eigener Sache, heute 0 Uhr David Getter. Dö, 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 dö. Solange auf Malle der Zapfer noch läuft, solange der Helmut noch Uhren verkäuft, solange das Bier hier noch schmeckt, solange geht mir. Das Bier schmeckt immer. Malle ist einfach perfekt. An die Brust. Solange auf Malle der Zapfer noch läuft, solange das Bier hier noch schmeckt, solange gehen wir nicht weg. Malle ist einfach perfekt. Wir sitzen auf der Mauer, hier an der Promenade. Wir haben kein Bier mehr, schade. Das Hotel hat 2 Sterne, Melone, die hat Kerne. Wir haben den DJ gerne. Warum das ist so? Schreib zu Hause wieder. Aufsehen, 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 aufsehen. Are you ready am Sofa, auf der Terrasse, in der Wohnung, am Pool? I love Malle! I love Malle! Der Zapfer noch läuft, solange der Helmut noch Uhren verkäuft, solange das Bier hier noch schmeckt, solange gehen wir nicht weg. Malle ist einfach perfekt. Solange auf Malle der Zapfer noch läuft, solange der Helmut noch Uhren verkäuft. Achtung, Achtung, solange ich weiß, dass einige von euch zu Hause die Bügel an die Lächeln zu Hause haben, aber ich kann einen rüber. Noch Uhren verkäuft, solange das Bier hier noch schmeckt, solange gehen wir nicht weg. Malle ist einfach perfekt. Ein auf Malle! Opening 2020! Eieieiei! Das Schöne ist, ich habe nicht nur die ganze Sprühschlange aus meinem. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst! Nicht nur die Sprühschlange aus meinem Gesicht raus, sondern jetzt kommt auch eine wunderschöne Chill-Überraschung, denn nach einem Auftritt braucht man erstmal eine Stärkung. Und das kennt ihr ganz, ganz klar vom Grillmeister. Gerade im Bierkönig gibt es ja die leckersten Bratwürste und ich darf mich mal etwas entkleiden, etwas frisch machen, noch einen Schluck Bier nehmen. Und lieber Klaus, fahr mal den Grill rein. Klaus, keine rein damit, immer rein. Klaus, mein Klaus macht irgendwie alles, der Film. Gibt mir das Telefon, den Grill und ganz ehrlich, wir haben ja keine Kosten und Mühen gescheut, um das richtig echt zu machen. Lieber Klaus, ich bitte doch nicht, mich alles zu verraten, sondern so, jetzt erstmal hier drauf zu gehen. Schaut mal, das echte Grillkönigschild, das gibt es normalerweise überhaupt nicht. Und ich darf mich erstmal so richtig dekorieren, denn als Grillmeister, bin doch ganz außer Atem hier von der Opening Show. Als richtiger Grillmeister zieht man sich natürlich erstmal eine Grillschürze an. Übrigens, so mal nebenbei gemerkt, so ein bisschen Kommerz darf ja sein als Dauerwerbesendung hier.
alle Artikel, die ihr so auf dem Tisch liegen seht, egal ob die T-Shirts und die Grillschürze, das gibt es natürlich alles im Wackelshop. Gerade T-Shirts alles zurzeit mit 20% Rabatt. Und das gibt's aber nicht, das habe nämlich nur ich heute. Als Grillmeister darf ich heute wirklich nicht den Bierkönig grillen, sondern bei uns im Opening-Paket ist ja auch immer eine Bratwurst dabei. Und ich habe das schlimmste Lied gefunden. Schöne Grüße an Martina Hill an dieser Stelle. Was es im Internet gibt, wo das Wort Bratwurst vorkommt. Und das ist ganz einfach so schrecklich, dass ich das nochmal von vorne spiele. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst. Die Bratwurst. Weil die ist so schön grün. Die Bratwurst ist so schön grün. So, liebe Wurstfreunde, hier gibt es 100% nicht vegane Küche gleich. Zum Wurst. Ist die Bratwurst. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst. Da war jetzt irgendwas drin. Der Duschbeck ist wie Bierkönig. Aber ich habe natürlich einen Contest überlegt. Wenn man nur eine Bratwurst grillen kann, ja jeder. Ich habe extra eine Auswahl wunderbarer Grillmeisterwürste. Klaus, du hast aber die Kohle toll vorbereitet. Der Klaus, der kann auch alles. Als echter Grillmeister hier beim Grillkönig im Birkenfeld. Eine schöne, schöne Kohle. Grill ich doch mal gleich alle. Ich habe ja noch Hunger heute. Wer möchte denn eine Bratwurst haben zu Hause? Lieblingstier ist die Bratwurst. Ist die Bratwurst. Das Schöne ist, ich weiß, wer die erste Wurst haben will. Der steht nämlich genau hier. Und der Hui. Ich glaube, die Bratwurst. Aber die gibt es heute nicht. Kriegt der Hund natürlich später. Weil man gibt ja einem Hund kein Menschenessen. Niemals. Und zum allerersten Mal in meinem Leben, es gab ein Schlüsselerlebnis vor vielen, vielen Jahren in Düsseldorf. Ein Bekannter hatte natürlich echte Böcklunder mit dabei. Und die sind ja normalerweise die Wiener nicht zum Grillen geeignet. Aber bei mir darf man alles. Hier gibt es keine Scham. Hier darf man alles auch mit Händen anfassen. Also wir grillen zum allerersten Mal Grillmeister Grillkönig Würste versus Böcklunder. Bin gespannt, wie das schmeckt. Ich weiß es noch nicht. Mit dem Grill, der reinfällt, aber ganz ehrlich. Das ist ja gemein. Ich kann ja den Hund nicht einfach so ohne Wurst lassen. Also auch eure Haustiere zu Hause, bitte pflegt sie schön, bitte schön. Tiere immer zuerst. Ich habe natürlich jetzt unter warmem Wasser die Hände gewaschen, alles desinfiziert, damit wir Lebensmittelhygiene ganz, ganz groß schreiben hier. Und ja, das heißt also Grillmeister, Grillkönig. Ui, die ersten Worte stellen richtig schöne Hitze hier. Einmal Bratwurst gegen die Böcklunder Wiener. Das Lieblingstier ist die Bratwurst. Und ich habe in einer Männergruppe so ein bisschen was verloren. Und ich habe gehört, dass Wurstwasser in so einer Wurst, ja, in so einem Wurstglas, ist der Champagner des kleinen Mannes. Ich möchte es nicht haben, aber ich wünsche euch Gläser hoch. Alle, die zu Hause grillen, Prost! Zusammen, ich trinke das dann zum ersten Mal. Ein bisschen sauer, ein bisschen salzig, geht aber. Ein glückliches Schwein aus der Böcklunder. Schön salzig, schmeckt so wie Brühe. Also wenn du aus dem Glas probieren will, Böcklunder Wurstwasser, was ganz was Feines. Also wir grillen weiter, das heißt Böcklunder Wiener gegen echte Grillmeisterwürste. Und ich habe gehört, Grillmeister hat auch ein bisschen was vor, in Deutschland zu machen, so mit Lieferdienst oder dass ihr Grillmeisterwürste zu Hause essen könnt. Schaut einfach mal auf die Homepage mit vorbei, habe ich nämlich gehört. Denn ich danke jetzt schon mal dem Grillmeister für diese edle Spende der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Würste. Oh, lecker. Nehme ich lieber noch ein Bierchen. Und ich darf euch herzlichst einladen, hier als Grillmeister, als echter Grillmeister vor Ort, so ein bisschen richtig mitzugrillen, geht das nochmal ein bisschen heißer. Einmal hier vorne. Ich will 10 nackte Friseusen. Schöne Grüße an meinen Freund Mickey übrigens. Denn ganz ehrlich, solche alten Lieder,
das ist immer so mein Ding. Spielt doch, liebe DJs, auch mal wieder die alten Sachen. Das ist einfach geil. So sind wir groß geworden vor über 25 Jahren auf Mallorca. Schöne Grüße an den Prinzengarde Aachen. Lieber Dirk, lieber Gustl, alle, die immer schön mitfeiern, lieber Erwin, auch am Strand. Ich hoffe, dass wir das sehr, sehr bald wieder erleben dürfen. Denn ihr habt ja auch immer so schöne alte Lieder am Strand. Wenn ich euch am Strand treffe mit eurem Bollerwagen und mit dem Sekt umgefüllt, den extra dafür vorgesehene Plastikbecher. Wer weiß, was uns die nächsten Jahre ja alles erwarten wird. So, ich kriege mal ein bisschen weiter. Ich will 10 nackte Friseusen. 10 nackte Friseusen. Oh, oh. 10 nackte Friseusen. Mit richtig feuchten Haaren. Ei, ei, ei. Also, schöne Grüße nach Wettringen. Das ist die Originalversion. Micky macht den Spaß genauso lang wie ich und ich glaube sogar noch 2 Jahre länger. Und deswegen zusammenhalten, viel Spaß haben, das ist das Wichtigste. Im Original. Grillkönig. Wie war das immer, Bierkönig? Bratwürste! Würste! Würste! So machen die Jungs das. Keine schöne Glut, aber ich glaube, der Einzige, der sich über die Wurst gefreut hat, war gerade der Hund. Aber der darf die auch haben. Ups. Jetzt zerlegt es gerade meine Deko von der Hitze des Grills. Weil Peter Wackel heißer als jeder Grill. Kann man ja verstehen. So, Freunde, ich grill hier noch so ein bisschen weiter mit meiner Grillschürze. Ich lasse das mal. Das ist wie ein schönes Filetsteak. Ich höre das richtig brutzeln. Haben einige Lieder für euch mit dabei. Mit Grillzangen. Denn ein bisschen Musik darf ja auf keinen Fall fehlen hier im Livestream. Seid ihr noch alle zu Hause, alle gut versorgt mit Getränken. Jetzt noch ein bisschen Chips holen oder irgendwas. Denn DJ hat nämlich noch eine ganz, ganz große Überraschung für euch. Meine Produktionsstudie Extreme Sound in Köln hat wirklich alle seine Künstler angeschrieben, dass wir eine Gemeinschaftsproduktion machen in der jetzigen Zeit. Das ist geil. Hört einfach mal rein. Das Lied gibt es morgen überall zum Download. Das kommt genau jetzt. Und da bin ich auch mit dabei. Wenn ein Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt, wenn die Liebe zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Einsamkeit. Also schöne Grüße an alle Künstler, die mitgemacht haben an dieser Stelle. Auch noch Woche. Wenn sie. Wenn ein Blatt, irgendein Blatt für den Tipp. Uns etwas nimmt, vertraue es ein. Und jetzt kann ich den Refrain aufgehen. Und immer wieder geht die Sonne auf. Und wieder bringt der Tag für uns ein Licht. Ja, immer wieder geht die Sonne auf. Also schöne Grüße nach Köln, Grüße noch ans ganze Rheinland, die alle mitfeiern. Aber ich muss mal ganz kurz was erledigen. Es ist doch immer das Schönste, dass wir Männer sehr bestechlich sind. Mit Kurs, mit Bier, ist halt so. So, Tisch und Party, zum Schluss wird gegessen. Und wenn dir irgendein Mensch von mir erzählt, ich hätte vergessen. Ich werde alle Künste, die ihr kennt. Ich glaube morgen, denn irgendwann steht sie vor mir. Zum einmal zu Hause Udo Jürgens-Fans. Und immer wieder geht die Sonne auf. Und wieder bringt der Tag für unser Licht. Oh, meine Würstchen! Ja, immer wieder geht die Sonne auf. So sieht das aus. Mein Grillmeister auf Mallorca, im Bierkönig, seit 2002 sind die Jungs dabei. Oh, die sehen gar nicht so schlecht aus, diese Wiener hier. Ein bisschen Heimatgefühl darf doch sein.
Also, liebe Freunde, das heißt, wir haben schon fast alle Sachen durch, aber so ein bisschen Lieder und Zugabe fehlt mir schon. Wenn es heißt, gemeinsam mit einem. Wo war ich in der Nacht? Vom Freitag auf Montag. Und wenn ihr noch irgendwelche Liedwünsche habt, ich habe hier ein 200.000-Mann-Team starkes, die sagen mir genau, was ihr hören wollt. Also, ich mache jetzt eine Live-Abstimmung für euch noch. Wollt ihr lieber Schwarze Natascha hören? Oder Viva España. Also ihr dürft entscheiden, ihr habt jetzt genau eine Minute Zeit, solange ich hier mit meinem Bier am Grill stehe. Schreibt einfach ganz schnell Viva España oder Schwarze Natascha, dann mache ich das live. Das ist ein nix hier vorgeplanter Facebook-Abstimmungstest. Nein, nein, nein. Live mit der Grillkönig Grillmeisterwurst. Wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag war ich drei. Bei so einem Gedanken wäre es schon schön, wenn auch der Bierkönig einfach zu Hause vor der Tür stehen würde. In Berlin, in Hamburg, in München, in Nürnberg, in Stuttgart, in Karlsruhe, in Brede, in Großmüllers, in Frankfurt, in Köln, in Düsseldorf. Wäre schon noch geil. Also, zum Wohl, Freunde, zu Hause. Für mich übrigens auch eine sehr angenehme Situation. Ich kann mit euch einfach so trinken. Keine Verurteilung einnehmen. Eine schöne Welt, in der wir leben, mit Dekoration. Prost einfach mal gemeinsam. Du bist ja meine Beste. Ich glaube, die erste habe ich schon. Frage an die Welt. Senf oder Ketchup? Süßen haben wir nicht. Scharfer Senf oder Ketchup? So, die Böckel und der Wiener sind schon mal komplett durch. Das ist eher was für die Vaginarien. Ne? Und einmal Grillmeister, jawohl. Immer schön Bratwurst essen. Dann haben wir nämlich langsam alle Gutscheine, die es beim Opening gibt. Und ich hoffe ja, dass wir uns zum großen Mallorca Closing sehen. Im Oktober mit Partyreise 24 im Bierkönig. Bitte, bitte, mach die Insel wieder auf. Es ist so wichtig. Sonst gibt, glaube ich, irgendwie jeder den Koller. Deswegen würde mich so freuen, wenn das Ganze wieder klappt im Oktober zum großen Closing. Und alle, die jetzt beim Opening dabei gewesen wären, die Lidl-Gewinner und alle anderen, die normal gebucht haben, runter zum Closing. Dann können wir das Gleiche nochmal nachspielen. Also wir haben vier Zapfen hinter uns. Würste grillen. All you can drink in Oberbayern. Oh. Werde ich dann heute auf jeden Fall im Anschluss dieser Sendung noch machen. Ich kann einfach auch schon mal ein allgemeines Gruß sagen für alle, die sich sehr viel Mühe gegeben haben und extra noch einkaufen waren, ihre Getränke zu bestellen und einzukaufen. Und ich frage mal so, Klaus, eine Minute ist rum. Wie sieht es aus abstimmungsmäßig? Eher Natascha oder Viva España? Ich frage mal das Volk, was sagt das Volk? So lange auf Natascha, höre ich da gar nicht höre, Natascha? Knapp oder groß, großer Vorsprung. Also 99% Natascha. Aber obwohl, Viva España ist ja auch schön mit einem. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Hey, Viva España. Also dann werde ich mal suchen, was diese Playlist alles noch so vor sich hat. Mit Natascha. Ja, 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 ja. Denn spontan darf man das sein. Ich weiß, liebe Biene, liebe Paroke, liebe... Liebe Düse, ihr seid da viel schneller, aber und ich suche das Ganze, Natascha. Ich hätte aber eine Idee. Wir machen noch einen wunderschönen Mix. Wir nehmen doch einen wunderbaren Mix mit einem Samba. Herzlich willkommen zum Schwarzen Natascha und tanzen Samba. Das hatten wir schon mal vor zwei Wochen. Das war klasse. In einer Kneipe, bei Bier und Pfeife, da saßen wir beisammen die ganze Nacht. Ein kühler Tropfen vom besten Hopfen uns durch die Kehle rann die ganze Nacht. Ja, wenn die Burschen singen und die Klampfen klingen und die Mädels fallen drauf frei. Diese dummen Dinger, was kann das Leben Schöneres geben? Wie
Walter. Sommermusik im Bierkönig 2020. Tanze Samba mit dir. Tanze Samba mit dir. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenn ich mich gern. Rock'n'Roll, jump dich, sind wir ein Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt ringsum vergisst. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenn ich mich daran. Rock'n'Roll, cha-cha, Mambo, der Bui, das ist jetzt alles für mich vorbei. Die ganze Welt tanzt heute die Samba, ole ole, wir sind dabei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba, die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir, weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei, morgen ist die vielleicht vorbei. Tanze Samba mit mir, Samba, Samba, die ganze Nacht. Ganz, ganz stark sein. Solange ich hier weiter grill, frage ich mal einmal, wer spricht denn von euch Spanisch? Und ich kann mal ganz kurz den Klaus fragen. Klaus, magst du mal bitte mit den Reißnägeln dieses Plakat wieder an? Das wäre ganz gut. Der blonde Klaus von der Reeperbahn. Und solange grillen wir einfach mal weiter. Das ist doch prima. Da ist nämlich alles da mit Klebeband, mit Reißnägeln. Und ich frage jetzt mal, wer spricht denn so ein bisschen Spanisch? So Cerveza, Gracias oder irgend so. Nein, so fünf Wörter oder sowas. Dann hätte ich noch ein wunderschönes spanisches Lied für euch. Aber das kennt, glaube ich, keiner. Ich glaube, der Günni vom Palmenstandradio oder sowas, die kennen die alten Lieder noch. Und wir sitzen aus mit Una Estrella que se llama como tú. Das ist ja unglaublich. Für alle, die so ein bisschen Spanisch verstehen, wäre das ja so die große Offenbarung. Wollt ihr aber Spanisches hören? So eine Minute lang? Ich gehe nach dem ersten Kommentar. Ja oder nein? Die Spanier, jawohl. Also, Ladies and Gentlemen, Spanischkurs in der Profi-Version heute. Wir lernen mit Musik. Dann machen wir das Ganze doch mal hier. So, aber richtig schön. Schöne Grüße nach Lauingen. Die Joana hat damals die Jugendmajore Tipps geschrieben. Weil ja und die Würste sind langsam fertig. Schön. Bei uns Franken müssen die ja immer so ein bisschen dunkel sein. Ich weiß, in NRW sind immer etwas heller, aber hier geht das ein bisschen anders. Da wird schön auf Spanisch. Don Henga Stemmon, la luna es llena, sin duda mejor nos amamos. Si te vas y solo me dejas. Gott sei Dank spricht hier keiner Spanisch. Llévate la luz para que yo tiemble. Dímelo, dime que me amas. A mi amor quiere pensarte. So für alle, die zu viel Spanisch sprechen. Una estrella que se llame como tú. Aprenderé el amor. Te regalo compasión. Una estrella que se llame como tú. Abrace tu corazón. La luz y existe el llanto. Quédate en mi pasión mojada. Transparente en mis pechos. Mis manos van pegando las ondas. Dímelo, dime que me amas. Mi amor quiere besarte. Gott sei Dank versteht ihr nichts zu Hause, hoffentlich. Una estrella que se llame como tú. Aprenda del amor. Te regalo compasión. So, einmal Würste, Grillmeister Würste. Una estrella que se llame como tú. Abrace tu corazón. Con la Mallorca-Fans, liebe Grillmeister-Fans,
Füße gegrillt hat, dann brauchen wir noch mal den Schubkuss durch. Gesagt, wir haben geschaut, ganz alte Bilder an. Und das ist ja das Lustige auch zur Zeit, es sieht ja jeder alte Bilder zu Hause an. Ich bekomme von meiner Mama die alten Bilder. Ihr schaut, ich bekomme von allen Freunden. Jetzt gibt es gerade Opening-Bilder aus dem Jahr 2005. Und auch mal für uns, wir hatten das allererste Opening veranstaltet 2004 auf Mallorca. Also auch warten, wie lange das schon wieder her ist. Und an dieser Stelle möchte ich einfach so ganz langsam schon mal Tschüss sagen. Denn dann beim Opening macht man ja normalerweise 3 bis 4 Tage richtig durch. Aber ich habe mich dann gehalten über eine Stunde. Das war der Wunsch von euch. Denn die 35 Minuten vom letzten Mal waren einfach zu wenig. Und ich hoffe, ihr habt so eine gemütliche Einstimmung, eine alkoholische Einstimmung schon erhalten heute. Und deswegen, ein Lied gibt es noch von mir. Aber wenn dann richtig. Wie es so gehört, wenn man so den ganzen Tag an der Playa de Palma verbringt, natürlich als Bierkapitän, als Bierkönig-Kapitän, wirst du probieren gleich noch. Und da heißt es, Liedwunsch vom letzten Mal, schon noch mal einem Vollgas. Oder gehen wir zu dir, wir rocken heute, wir rocken hier. Ist uns egal, was morgen passiert, Vollgas, Vollgas geben wir. Du hast nur dieses Leben, wenn's vorbei ist, ist's vorbei. Das Wichtigste ist eben, du hast eine geile Zeit. Wo andere noch vorglühen, da fackeln wir schon ab. Es gibt nur ein Gas Vollgas und nur eine Botschaft, die ich hab. Wichtig mit dem VIP-Band. Es gibt nur ein Gas. Es gibt nur ein Gas. Gehen wir zu mir oder gehen wir zu dir? Wir rocken heute, wir rocken hier. Ist uns egal, was morgen passiert. Vollgas, Vollgas geben wir. Und das wünsche ich und hoffe ich alle für uns alle, dass wir mal wieder richtig Gas geben können. Mit schönen Partys, mit allem, was dazu gehört, und Wein auf der Insel. Also, ich sag so langsam Tschüss, mach es gut. Eine Stunde 20 und wie gesagt, das war der zweite Versuch. Der erste Livestream, den könnt ihr auf Facebook anschauen, der ist gespeichert. Und das war der schönste und lustigste Opening-Stream, den ich mit euch jemals erlebt habe. Ich feiere jetzt noch auf jeden Fall so ein bisschen weiter oder auch die ganze Nacht könnte vielleicht sein. Denn mit sich selber betrinken, das geht ja auch. Das haben wir jetzt irgendwie alle gelernt. Und macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder auf einem Boot, beim Closing, auch hoffentlich bald einer Veranstaltung wieder. Ansonsten feiert schön, weiter streamt die Musik, ladet die ganzen Lieder runter. Und deswegen zum Abschluss gibt's natürlich von mir noch einmal. Und ich freue mich wirklich richtig, dass der Song so gut ankommt mit einem Top an der Playa. Und das ist natürlich nicht nur das erste Lied, sondern auch das letzte Lied. Und das kommt genau in der Playa, Mallorca, du bist geil. Mach es gut! Ja, wir sind Mallorca Opening 2020. Es war mir eine große Ehre und Placer, mit euch zu feiern. Schöne Grüße in die Schweiz! Wo ist die Schweiz? Wo ist Österreich? Es ist fucking Volksmusik. Wo sind die Deutschen? Mich endlich outen, du bist so cool, du bist so heiß. Wir nennen unser Giro, wir rufen Bienvenido. 5 Tage Party, ich find dich nice. Ole, ole, wir wollen uns das hier einfach gönnen und schalala. 5-mal im Jahr, ich sag Tschüss gemeinsam. Denn wir sind top an der Playa, top an der Playa, Mallorca, du bist geil. Denn wir sind top an der Playa,
Top an der Playa. Wir lieben deinen Style, denn wir sind Top an der Playa. Top an der Playa, Mallorca, du bist geil. Denn wir sind Top an der Playa. Top an der Playa, wir lieben deinen Style. Denn wir sind top, 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 top. This is fucking Volksmusik. Schaut rein auf YouTube, da gibt's das Lübeck-Video, wenn ihr den Text noch nicht so ganz versteht von mir jetzt. Könnt ihr den Text nachlesen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Hier bei Facebook, bei Instagram, bei wackel.de oder bei Partyreise24. Schaut einfach rein, wie die aktuelle Lage ist. Ich sag tschüss aus meiner kleinen Vierkönig-Partywelt mit Grillmeister, mit allem, was dazugehört. Wir feiern übertrieben bei 24-7. Scheißegal, was es auch kostet. Alles cool, keine Frage. Wir checken mal die Lage. Und wenn wir feiern, sind wir lost. Ole, ole, wir wollen uns das hier einfach gönnen und schalala, fünfmal im Jahr. Bitte, bitte bald wieder. Denn wir sind top an der Playa, top an der Playa, Mallorca, du bist geil. Ja, wir sind top an der Playa, top an der Playa, wir lieben deinen Style. Ja, wir sind top, 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 top. This is fucking Volksmusik. Ich probier meine Lüste. Einmal wieder eine Bücke. Wunderbar. Und einmal. Für alle zu Hause, die grillen, die Sonne haben, oder für alle, die Indoor essen, mit Pizza und Wurst zum Wohl. Das ist fucking Volksmusik. Lasst euch gut gehen. Ich wünsche was, euer Peter Wackel. Mallorca Opening, wir sehen uns hoffentlich beim Closing in echt. Heimweh nach der Insel. Das hören wir gerne zusammen noch so ein bisschen an. Wie sie wirklich endgültig zu sagen. Macht's gut. Bis hoffentlich ganz bald. Hier auf allen Online-Kanälen. Es ist ein schöner Abend, ich esse ein schöner Abend. Und auch die Stimmung ist okay. Doch irgendwie fühle ich mich einsam, wenn ich so in die Wurst reinsehe. Ich bin mit meinen Gedanken mal wieder heimlich durchgerannt und träume mich in den nächsten Flieger ins gelobte Land. So, jetzt aber tschüss. Ich hab Palmen nach dem Palmen und im Meer, nach dem durchgemachten Nächten. Komm, das war's von mir. Heimweh nach der Insel hab ich auch. Und ich nehme den allerersten Flieger, der nach Mallorca geht. Das könnt ihr mir glauben. Deswegen schöne Grüße aus der Bierkönig-Partywelt, euer Peter Wackel!